mein Forschungsvorhaben und meine Erkenntnisse, die ich hier heute vorstellen möchte, widmen sich einem wirkungsträchtigen Forschungsprojekt und umfassen einen meiner Meinung nach bedeutenden Themenkomplex, der es verdient, auf jeden Fall breiter und ausführlicher besprochen zu werden. Neben meiner eigenen Forschungstätigkeit stützen sich meine Erkenntnisse vorrangig auf Texte von Johann Karl Kirchknopf, Stefan Micheler sowie Manuel Bauer, Andreas Brunner, Hannes Sulzenbacher und Christoph Treibelmeier. Mein Ausgangspunkt ist hier in Queen und die dort geleistete Arbeit am Projekt der namentlichen Erfassung. Dieses Projekt widmet sich der umfassenden Aufarbeitung der Verfolgung homosexueller Personen während der NS-Zeit in Österreich. Das Ziel ist, dass alle verfügbaren Quellen der nationalsozialistischen Verfolgungsgeschichte zusammenzutragen und diese in Form einer Datenbank, der NS-Opferdatenbank, in ein neues Medium zu transferieren und so auswerten zu können. Durch die im Zuge dieses Projekts aus dem Wiener Stadt- und Landesgerichts gesammelten Strafakten des Straflandesgerichts 1 und 2 sowie des Sondergerichts Wiens konnten erste Daten eingespeist werden und ausgewertet werden. Anhand dieser können nun weitere Erkenntnisse über das Leben und die Geschichte der NS-Opfer gewonnen werden, die zwischen 1938 und 1945 aufgrund ihrer Homosexualität oder auf Basis ihrer strafrechtlichen Einteilung als sexuell deviant verfolgt und unterdrückt wurden. Heute schreiben wir das Jahr 2022 und seit dem Sommersemester 2021 befasse ich mich nun schon mit diesem Themenkomplex. Ich besuche seither Queen, denn hier habe ich an den Computern Zugriff auf die Datenbank und die digitalisierten Strafakten. Die Strafakten, die im Zuge der Strafverfolgung angelegt wurden, sind umfangreich und dokumentieren jegliche Schritte, die im Zuge eines Prozesses gesetzt wurden. Anhand ihrer kann ein Verfahren von der Anzeige bis hin zum Schuldspruch rekonstruiert werden, da uns die diversen Protokolle Auskunft über den Hergang schildern. Bedeutend ist jedoch, dass bei der Bearbeitung dieser zwar sehr ertragreichen Fälle immer berücksichtigt werden muss, dass sie aus der Hand der Täter stammt. Die Datenbank präsentiert sich im Zuge dessen als bedeutendes Tool, denn durch die digitale Verarbeitung wird es möglich, sich dieser Quelle auf neue Art und Weise zu nähern. Ein wichtiges Projekt, das bereits aus dieser Datenbank schöpfen konnte, war das unter der Leitung von Christoph Treibelmeier, Manuel Bauer, Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher durchgeführte Projekt Warme vor Gericht zwischen 2016 und 2018 durchgeführt. Dieses widmet sich der Untersuchung von Selbst- und Fremdbildern homosexueller Männer in der NS-Zeit in Österreich. Jenes Projekt gab auch mir den Anstoß für mein persönliches Forschungsinteresse. Auch ich habe mich bei meinen Untersuchungen den Themenbereich der Selbst- und Fremdbilder gewidmet und wollte mich mit verwendeten und vorkommenden Begrifflichkeiten befassen, die zur Beschreibung Betroffener aus Selbst- und Fremdperspektive in den Strafakten Anwendung fanden. Dabei war es die Datenbank, die unerlässlich für eine mögliche Arbeit an diesem Thema für mich war. Öffnet man eben diese NS-Opferdatenbank, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Strafakten zum Beispiel dokumentieren und eintragen zu können. Zum anderen gilt dies aber auch für die Benutzung und das Durchsuchen nach spezifischen Erkenntnissen. Das Erfassen des Strafakts erfolgt auf vier Ebenen, die sich unterteilen in die dem Strafakt zu entnehmenden Stammdaten und einem Eintrag innerhalb der Personenkartei. Einen weiteren Punkt widmet sich den Eckdaten des Strafverfahrens, aber der wohl umfassendste Teil eröffnet sich unter dem Punkt individuelle Quellendaten. Diese Maske ist die umfangreichste und bietet die Möglichkeit, jegliche Erkenntnisse, die dem Strafakt zu entnehmen sind, in gezielt definierte Felder einzutragen. Neben den Eckdaten zur Person, zum Verfahren, zu beteiligten Personen, Örtlichkeiten, gibt es hier auch den Punkt Selbst- und Fremdbezeichnungen. Dieser Punkt widmet sich dazu im Verfahren für Homosexualität und sexuelles Verhalten verwendete Begriffe. Aufgrund dieses Eintrags ist es möglich, nun die Datenbank gezielt nach diesem Thema zu durchsuchen und Begriffe miteinander dadurch vergleichen zu können. Ein weiteres Tool,
das sich als bedeutend für meine Recherche herausgestellt hat, ist die Wortliste, die alle in die Datenbank eingespeisten Worte und Begrifflichkeiten sogar alphabetisch auflistet. Diese hilft, Begrifflichkeiten in den diversen Strafakten aufspüren zu können und damit auch Häufigkeiten und Gemeinsamkeiten auswerten zu können. Zu jedem Strafakt wird in der Datenbank auch ein Abstract hinterlegt, dem eine Kurzzusammenfassung des Inhalts des Strafakts zu entnehmen ist. Auch in diesem Feld sind oft Eintragungen zu entdecken, die Selbst- und Fremdbezeichnungen von Personen wiedergeben. Meine erste Recherche stellte ich jedoch über den Index an, der eben wie bereits schon erwähnt als eine Suchkategorie die Selbst- und Fremdbezeichnungen beinhaltet. Öffnet man diese Maske, erscheinen zwei Felder auf dem Bildschirm. Auf der rechten Bildschirmhälfte öffnet sich eine Indexliste der unter Selbst- und Fremdbezeichnungen eingetragenen Vermerke. Auf der linken Bildschirmhälfte erscheint dazu passend der Strafakt in der Maske der individuellen Quellendaten. Folglich habe ich diese Indexliste durchgearbeitet, um sie nach unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu durchsuchen und habe versucht, vor allem nach Strafakten Ausschau zu halten, in denen Beschreibungen von den Angeklagten selbst vorgenommen wurden. Bei der Bearbeitung der Strafakten muss einem jedoch immer bewusst sein, wie diese Quellen entstanden sind. Dem Kontext der strafrechtlichen Verfolgung und der bürokratischen Struktur und Institution, in dem diese Quellen entstanden sind, ist zum einen die Aufmachung, aber auch die in den Akten verwendete Sprache geschuldet. Jedes Wort, selbst wenn es die Aussage von Zeugen oder der Beschuldigten sind, wurden durch die Behörden verschriftlicht, weshalb die Strafakten nicht als Quelle aus erster Hand, eben nicht aus der Hand der in ihnen Beschriebenen, angesehen werden dürfen. Stefan Michela, der sich dem Thema der Fremd- und Selbstbilder männerbegehrender Männer am Beispiel Deutschlands gewidmet hat, schlägt in diesem Fall vor, dass Strafakten gegen den Strich gelesen werden müssen. Die Strafakten sind inhaltlich für uns nichtsdestotrotz von großer Bedeutung, da wir aus dieser Zeit kaum Selbstzeugnisse haben, anhand derer wir eben diese Geschichten erzählen können. Die Strafakten und vielmehr die Datenbank nach Aussagen zu durchsuchen, die sich als mögliche Direkte von Beschuldigten präsentieren, erscheinen mir daher als besonders spannend. Festzuhalten ist, dass in der Opferdatenbank alle Personen erfasst wurden, gegen jene Anzeige erstattet wurden und ein Verfahren auf Basis von Verfehlungen nach § 129 1b des österreichischen Strafgesetzbuches eingeleitet wurden. Der 1852 festgesetzte § 129 stellt die Unzucht wider die Natur unter die Strafe, wobei es sich beim Absatz b um das Verbrechen der Unzucht wider der Natur mit Personen desselben Geschlechts handelt. Es gibt daher auch aus der Zeit zwischen 1938 und 1945 eine Fülle an Strafakten, da dieser Paragraph bis 1971 Bestand hatte. Die Fülle an Strafakten ist gleichzeitig die Fülle an Geschichten. Die Personen, die in den Strafakten verzeichnet sind, eröffnet sich durch die Aussagen, aber als sehr heterogene Gruppe. Auch unterschiedlichste Gesellschaftsschichten entspringen diese Geschichten. Wie viel Wissen jene Verfolgten über Homosexualität oder wie diese zu bezeichnen oder zu beschreiben war, kann heute nur teilweise rekonstruiert werden. Anzunehmen ist, dass ein großer Teil der Sprache, die in den Akten von Opfer- und Täterseite verwendet wurde, durch die vom Verfolgungsapparat normierte Sprache bestimmt ist. Häufig zur Verwendung kommende Termini und Phrasen möchte ich kurz nennen. Ich bin geschlechtlich normal veranlagt. Ich bin nicht abnormal veranlagt. Ich bin homosexuell veranlagt. Ich bin bisexuell. Ich bin nicht widernatürlich veranlagt. Er, sie ist widernatürlich veranlagt. Diese Aussagen treffen beispielsweise Beschuldigte sowie Zeugen und Ankläger. Die Statements müssen im Zuge der Verhör- und Prozesssituation beurteilt werden. Das Strafgesetz definiert die Unzucht nach § 129 nicht weiter genau und daher wurden viele Urteile rein auf Basis der subjektiven Beurteilung von Richtern gefällt. Die in den Strafakten zu findenden Aussagen, getätigt von den Angeklagten, sollten möglicherweise in vielen Fällen das Strafmaß beeinflussen. Gleichzeitig ist heute nicht nachvollziehbar,
wie viele von den Geständnissen möglicherweise unter Gewalteinwirkung, Drohungen sowie Folter erzwungen wurden. Daran wird erneut die Problematik der Quelle aus der Hand des Verfolgungsapparats deutlich. Durch die Recherche hat sich wie oben schon angedeutet gezeigt, dass viele sprachliche Elemente, die den Strafakten zu entnehmen sind, vor allem repetitiv sind. Anders verhält es sich jedoch mit der folgenden Quelle, die ich nun kurz zitieren möchte. Am 4.10.1939 wird Franz K. verhaftet, nachdem Hans K. Anzeige gegen ihn erstattet hat. Darauf folgend wird das Verfahren gegen Franz Krampf nach § 129 1b eingeleitet. Dem Strafakt ist eine Aussage von Franz Krampf zu entnehmen, die er am 27. September 1939 tätigte. Diese umfasst insgesamt 5 Seiten maschinengeschriebenes Protokoll. Zum einen beschreibt er darin den Tathergang, zum anderen wird er darüber aber auch über seine Veranlagung befragt. Er schildert seine Jugend und die sexuellen Reize, die sich für ihn herauskristallisierten und Erfahrungen, die er gemacht hat. Dies führt er weiter aus, stellt fest, dass er homosexuell ist und beschreibt im Detail, wie er nun sexuelle Befriedigung erfährt. Auf Seite 2 des Protokolls, der Aussage, findet sich ein Absatz, den ich nun folgend zitieren möchte. Ich möchte hierzu noch speziell angeben, dass es bei uns Homosexuellen 3 verschiedene Arten gibt, und zwar, die nur den Körper des anderen anfassen, während sie sich selbst befriedigen. Dies sind die sogenannten Warmen, ferner die Busseranten, die direkt den After der anderen Person für ihre geschlechtliche Befriedigung nützen, und drittens die Schwestern, die sich nur benützen lassen, dies aber nicht um Geld zu verdienen, sondern um ihren Trieb zu frönen. Dazu möchte ich noch bemerken, dass es sich um eine durchaus irrige Ansicht handelt, wenn man annimmt, dass sich 2 gleich veranlagte Männer befriedigen. Es ist vielmehr so, dass beinahe immer der eine Teil vollkommen normal veranlagt ist. Zitat Ende. Auch diese Aussage kann keinesfalls 1:1 für voll genommen werden. Doch ist das eine der wenigen Aussagen, die mir untergekommen ist, die den Versuch unternimmt, sicherlich in sehr subjektiver Weise, zu beschreiben, welche sexuellen Erfahrungen homosexuelle Männer gemacht haben und anhand derer Franz K. eine Unterteilung vornimmt. Franz Krapf greift laut dem Protokoll 3 Begriffe auf, Warmer, Busserant und Schwester, die nicht unbekannt waren und zur damaligen Zeit Verwendung fanden. Er schreibt jedem Begriff Handlungen und ein bestimmtes Selbstbewusstsein zu. Geht man von der verschriftlichten Aussage aus, kann für Franz Krapf festgestellt werden, dass er über seine Homosexualität nachdachte und anderen Personen in diese Reflexion mit einbezog. Die Fremd- und Selbstbilder eröffnen, wie dieses Beispiel zeigt, die Untersuchung der Selbstwahrnehmung innerhalb einer Gesellschaft und erfassen Identitäten, die eben selbst oder fremd konstruiert sind. Viele der in den Akten zu findenden Begrifflichkeiten sind durch die Behörden fremd konstruiert und zu einem gewissen Teil dem Beschuldigten in den Mund gelegt worden. Das Beispiel zeigt etwas möglicherweise anderes. Franz Krapf bringt in seiner Vernehmung die Beschreibung scheinbar selber zur Sprache und es scheint, als sei es ihm ein Anliegen, dies festzuhalten. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was die Datenbank kann und wie sie uns bei der Forschung zur Seite stehen kann. Das Projekt namentlich Erfassung von Queen gibt homosexuellen Verfolgungsopfern des Nationalsozialismus eine Stimme und schafft es, Geschichten zu erzählen, die sonst möglicherweise ungehört blieben. Die Verwandlung des Strafakts in eine neue Quelle in Form eben der NS-Opferdatenbank kreiert nicht nur ein neues Medium, sondern schafft die Basis für queere Geschichtsschreibung in Österreich und setzt ein digitales Denkmal für die verfolgten und ermordeten homosexuellen, Lesben- und Transgender-Opfer der NS-Zeit. Vielen Dank.